Oh Mann, so wie bei der Division, wie ich das allererste Video gesehen habe. Ah, Wahnsinn, da geht noch jemand noch. So, Marus Rettung. Taktikkarte öffnen, gleich mal. Dies ist mal da. Ich würde sagen, dann zoomen wir da mal kurz raus. Schon, man sieht, okay, das sind keine Sternchen oder sonst irgendwas, das sind Totenköpfe. Ja, und das ist halt der Schwierigkeitsgrad. Okay, man sieht es halt so jetzt noch nicht weiter raus, aber. Ja, da sind so einige schon so am Start. Okay, ja, kann sein, dass. Na, ah, da unten sind sogar zwei, also wird es da wahrscheinlich noch das eine oder andere dann noch geben. So, alles klar, Leute? Sind Sie bereit? Okay. Nun mal ganz kurz schauen, schalte einfach alles drum und dran. Alles griffbereit. Fertigkeiten können wir leider noch nicht kaufen. Sturmgewehr, wie schaut's denn aus? Haben wir da wenigstens, hoppla. Haben wir da vielleicht irgendwie noch ein Scharfschützengewehr oder so? No! No way, motherfuckers! Dann halt leider nicht. Dann müssen wir halt schauen, dass wir da mal ein bisschen rund, Leute. fahren. Setzt euer Pokerface auf. So. Ich kann nicht sagen, dass ich gern mit Pakatari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Wirklich noch immer mit Fähig und Sitzwechsel. Leider, dann wollte ich nicht irgendwo mal einsteigen. Beeilen wir uns damit, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Sicher. Santa Blanca Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. So, dann muss ich halt schauen, dass wir da eh mit der Fahrzeugsteuerung klarkommen. Oh mein Gott. Aber es geht, es geht, es geht, Leute. Es geht. Ich habe Angst. Oh mein Gott. So eine Scheißsteuerung. Nee. Siehe, ich glaube, es ist ein bisschen leichter gemacht jetzt. Also es ist. Jetzt haben wir ein bisschen was dran gefeilt in der kurzen Zeit, wo sie Zeit gehabt haben. Das muss man natürlich auch erwähnen. Also, sie haben ja quasi nur 2 Wochen Zeit gehabt, aber das wollen wir ja nicht erwähnen. So fährt es natürlich so ein bisschen wie Watch Dogs jetzt gerade. Ich finde vorher, vor der Beta, war das halt so wie. Ja, das ist einfach noch ein doppelt beschisseneres Watch Dogs 1 ohne Update-Steuerung und jetzt ist es ein Watch Dogs 2, sage ich jetzt einmal. Aber nur bei dem Fahrzeug. Wir haben jetzt nur mal das Fahrzeug thermisch probiert, aber so mit der. Ja, so sieht mit euch los, oder ich chill so bei der Musik und keiner sagt was, Alter. Seid ihr wahnsinnig? Nee, wir machen ja eh keinen Livestream, aber Leute, ich kann doch nicht einfach die Musik rennen lassen. Wahnsinn, ich krieg ja keinen Cent für dieses Video. Dann kriege ich ja noch weniger. Ja, den schießen wir klar ab, den unser. Was, wie? Ich hab nichts dazu gesagt. So, warte. Wir sind. Ja, einfach mal schauen, wie das mit der Drohne da so läuft, ja. So, da haben wir ja mal den ersten Choxler. Den kann ich da noch nicht, also. Okay, ja, Fernglas. Okay, jetzt kann ich's. Alles klar. Okay, da kann ich sogar noch. Oh Mann. Ich würde sogar eher sagen, er kann ruhig den fertig machen. Umgelegt. Oh ja, ja. Er kann ja ruhig. Warte. Wie machen wir das jetzt nochmal so? Ui, was hab ich denn da gesehen? Das hat jetzt aber nicht gut ausgeschaut. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Erkennt aber ruhig. Ah, man merkt schon, in der Cooldown-Modus, der haben schon geschaut, dass das ein bisschen. Jetzt besser läuft, weil man das ja wirklich eine Weile warten müssen, immer bis das jetzt dann immer dann Entführungssimulation. Okay, Simulationsschuss. Visieren Sie ein Ziel an, drücken Sie X, um es für einen Simulationsschuss zu markieren, schließen Sie oder halten Sie erneut, um einen Simulationsschuss durchzuführen. Okay, ja. Okay, da tun wir halt den Schalter entfernen, nur damit wir das dann nochmal kurz da. Okay, jetzt mal ganz kurz in Deckung.
und werde schauen, dass ich da quasi nochmal das machen werde jetzt. Nur damit wir jetzt dann auch wirklich jeden Einzelnen haben. Weil ich habe mir das ein bisschen vorgenommen, dass ich sehr genau schauen werde, dass ich unentdeckt das alles durchführen werde. So, wo lande ich denn hier? Oh mein Gott. So, ich würde sagen, das bewegliche Ziel macht mein Kollege. Ja, das macht mein Kollege. Damit ich den da voll easy mehr machen kann. Auf ganz easy. Einfach mehr. So, ich weiß nicht, wie das jetzt dann so ist, aber ich glaube, das kann man sich einfach gönnen. Wer weiß, vielleicht gibt es doch mehrere Punkte. So, damit man das immer extra anzeigen muss, aber nein, da gibt es diese Waffenkisten, Zubehörkisten und so alles. Und dann das ist Kartenübersicht. Aha. Ja, das wird wahrscheinlich, und das können wir einfach so einsammeln. Dann passt das schon, dann passt das schon. Nicht, dass ich, sorry, nicht, dass ich dann was wegnehme und die Leute suchen das wie hysterisch auf der Karte, und das will ich auch nicht. Ich will jeden auch noch, wenn es geht, dabei helfen, die Mission. Deshalb schreibe ich jetzt auch jedes Mal hin, wie die Mission. Das finde ich super, dass man gleich mal gesagt hat, wo der ist. Wie die Mission heißt, damit jeder sehen kann, aha, okay, die Mission heißt so, da kann man dann schauen, wie schaut's aus, kann ich da mal jetzt da irgendwie was nehmen, oder bla bla bla, oder hilft mir das dann jetzt im Endeffekt. So, ich muss schauen, weiß nicht, ob der da reinschaut, das ist das Problem. Ich will nicht, dass der da so reinschaut. Aber wenn ich mir den so gönne. Das Problem ist aber auch noch der bewegt sich da. Wir müssen auch noch zeitgleich schauen, dass wir den da irgendwie von hinten packen. So. Dass wir den da. Genau. Geht er jetzt aber mal kurz ein bisschen. Okay, jetzt bewegt er sich. Genau, jetzt hat er schon mal was checkt. Jetzt hat er schon mal was checkt. Achso. Oh fuck. Jetzt habe ich mir gerade irgendwie eben gedacht, er schießt auf ihn und dann macht er nichts. So, genau. Warte, ich will genau hinter ihm sein, weil. So. Genau. Ich will am liebsten genau hinter ihm sein, weil ich nicht genau weiß, wie jetzt der Nahangriff ist, wie das jetzt da so funktioniert nochmal. Also, ob das vielleicht eh wieder auf E3 ist oder was auch immer. Müsste der Typ das irgendwie nicht checken? Sollte der Typ das nicht irgendwie checken? So, und greifen. Genau. So, jetzt komm her, du Arschloch. So gleich mal verhören. Und geht schon auf die Knie, du Arschloch. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Ja, das wird besser für dich. Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Und der Mörder. Darum geht's also? Na klar. Er ist auf der Atoll gefahren. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. So, danke schön. Warum nicht gleich komplettes Knockout? Amaru ist ein alter Mann. Der Vorteil nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Dieser Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Okay. Das sind sogar ein paar mehr. Ich nehme am besten eine andere Waffe. Weil die schießt vielleicht um einiges weiter. Das Problem ist. Los, das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt haben. Machen wir mal den. Ich hoffe, der sieht ihn und kann ihn vielleicht mehr machen, oder stellt sich da so quasi hin. Wo stellt sich nur der Typ hin, dass er den mehr machen kann? Bereit, auf gute Frage. Zack.
Also. Warte. Genau, jetzt braucht er wieder ein bisschen. So. Okay, ja. Wie? Ach so, okay, ich muss einfach nur lang gedrückt halten, damit er dann den Angriff macht. Alles klar. Jetzt habe ich mir gerade schon Sorgen gemacht. Wie soll ich das machen und so und bla bla bla. Wenn die ihn sehen, wenn ich den da jetzt dann so... Puh. Ich weiß nicht. Oh, ja, dann lassen wir uns noch ganz kurz Zeit. Das habe ich fast übersehen, Alter. Achso, ja, das ist ja das da drinnen. Das haben wir ja gar nicht genommen. Na, Alter, ich voll depp, Alter. So, und zack. Und... Weiter schauen. Am besten wäre es, wenn wir eigentlich eher da von denen ein... Oh, jetzt bewegt... Und der andere bewegt sich auch noch. War ja so klar. Weil, ernsthaft, Leute, war ja so klar. Ich habe Angst, dass ich dabei... Naja, okay. Wir haben ja schon mal das einmal dieses Szenario gehabt. So. Oh, fuck. So. Zack. Und... So. Zack. Perfekt. So auf ganz schnell so. Zack, zack. Gleich wieder markiert und so. Und... Angriff. So. Besten wäre es, wenn wir den jetzt markieren, den auf schnell in der Gachen fertig machen und dann noch den unteren, wenn der sich eh nicht bewegt. Cooldown-Zeit. Ich würde nur halt gern im Voraus markieren, damit ich gleich wieder den nächsten Angriff machen kann. Und dann würde ich mir sogar gleich ein Moped fladern und so, wenn wir uns dann schon auf den Weg machen. So, genau. Zeig. Am besten. Gib Zeichen. Jetzt. Feuer frei, Feuer. Yes. Perfekt. Da können wir eigentlich sogar schon runtergehen. Also es wäre jetzt nicht so tragisch, wenn wir jetzt schon runtergehen. Und den schauen, dass wir den so fertig machen. Ja, bitte nicht überfahren. Dankeschön. Das Problem haben wir ja auch schon mal gehabt. Oh, nice. Bitch. So, dann ausziehen mit uns. Warte. So, brauchen wir nicht mehr die Deckung. Hä? Hä? Ist es jetzt... Ja, ist doch drin. Ist ja doch drin. So. Einmal, zack. Geht schon. Tschüss, Papa. Und nächste Stückerl. So, da haben wir dann auch wieder das nächste. Gehen wir zum Einsammeln. Ich glaube mal wieder Musik. Perfekt. So. Schau noch ganz kurz. Ob es da dann... Aha, okay. Da gibt es dann das eine da. Sammeln wir das dann extra. Nur für alle Fälle und so. Na gut. Dann müssen wir uns dann auf den Weg machen mit den Motorrädern. Das will ich unbedingt. Vielleicht finden wir sogar da noch extra was. Aber schaut nicht so der Fall aus. Achso. Okay, ja, klar. Da hätte ich mir eigentlich hingedacht, dass da vielleicht noch einer einsteigen will, aber... Na, dann halt nicht. Ah, nice. Bisschen übervorsichtig. Wenn ich die Steuerung kenne, ja, aber es geht. Das geht sogar. Vertraute Steuerung überhaupt nicht. Sorry. Aber... Wow, nice. Da haben sie ein bisschen verkackt bei mir. Nicht, dass gleich auf mich schießen oder so, aber check eh nicht, dass ich das bin. Na, servus, braucht denn jemand irgendwer eine Reparatur oder so? Gleich mal so voll auf Nitro oder so. Aber leider die Handbremse. Und dann los. Kann da eigentlich auf Form. Das war jetzt ein bisschen zu heftig, wollte nur schauen wegen der Handbremse und so, ob das nice ist, ob das cool ist, ob das alles reinfetzt. Ja, nein, ja.
Hau dich auf, mein Freund. Hau dich auf. Ja, 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 so. Ja, so, wenn das. Oh, kann man eine feine Drehung noch dazu. Und so. Hoppla. Hi. Und so. Und weiter geht's auf der Straße. Oh, ist das nice. So. Und Vollgas voraus. So. Haben wir sie eh nicht mehr so weit. Yes, 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 yes. So, hi, hi, alles klar. Ich raste einfach so durch. Ah, ich würde am liebsten wir mitnehmen, einfach so. Und der fliegt dann 10 Meter weit entfernt und so. Und wir fliegen beide und grüßen sich, machen sogar noch in der Luft einen Handschlag und so. Und alles Paletti dann miteinander. Ist halt er Meier, ich bin Herbert Meier. Aber wen kümmert's? Ja. Wow! Geiler Drift. Ja, ist ganz nice, ganz nice. Und dann sind dann auch schon wieder meine Kollegen da. Wir nennen uns der Atoyo Farm. In the Bush. Checkt eure und auf. Ziele. Wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gescheitert. Komm, Alter. Los geht's. Ex-Soldaten. Ja, das werden wir noch sehen. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Irgendwo ist da noch einer. Na, flieg, 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 flieg. Irgendwo ist da noch einer. Ach, Mann, Alter, die scheiß verfickte Reichweite, sorry. Aber irgendwo ist da noch einer drin. Wieso sieht hier keiner die Drohne? Das verstehe ich noch nicht. So, zack, zack. Am besten. Da macht ihn gleich mal irgendjemand. Nein, der ist genau auf der Straße, das ist Arsch. Das ist Arsch, der ist genau auf der Straße. Oh, jetzt kommen die auch noch, das ist gar nicht gut. Hier drüben ist der Narko. Ich ja, da kommen jetzt gerade ein paar. Ha, da kommen jetzt gerade ein paar. Mhm. Und wie war das nochmal? Du willst es auf entdeckt spielen? Unentdeckt? Ja, ist leichter gesagt, das wäre getan. Und Uffi mit der Tony! So. Und geht schon, mach da hier mal den Kielscheiß auf. Der geht schon wieder. Das Problem ist, es sind jetzt wirklich gerade sehr viele nah beieinander. Ja. Aber. Ich hoffe, den sieht jetzt keiner. Und zack. Haha! Ich hoffe, das mit der Cooldown-Zeit geht sich aus. Ich hoffe, es geht sich aus. So Waffen, Drohne wäre sicher nicht schlecht. Fallschirm, Fernglas, Körper, Trupp. Extra Simulationsschuss. Ja, fix! Fix, dass da gleich noch der zweite mit dazu. Na, no, Alter, das wäre fix, Alter. Sicher bauen wir das. Gleich mal 2 in 1, Alter. Tschüss, tschüss. Und gleich mal doppelt gemoppelt und so. Und überhaupt keine Probleme mehr. So. Okay, wie wäre das nochmal mit den Problemen? Okay, beide könnten wir locker fertig machen. Warte, den da. Der geht da jetzt gerade so richtig auf gemütlich. Weiß nicht, ob wir den da am besten auch noch mehr machen sollten. Ich glaube, der wird gesehen. Der wird gesehen. Das ist nicht gut. Ja, der war jetzt gut. Der war jetzt weit weg und so. Das hat alles passt und so. Ich hau mich da jetzt darüber. Nur damit ich wupp und das will ich nicht nur mehr sehen. Am besten einen von den drei und die anderen zwei, aber der geht da die ganze Zeit so ein bisschen herum. Ui. Ui, 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 ui. Ich hoffe, das sieht jetzt dann nicht, dass ich den einen Typen der Meier gemacht habe. Ich hoffe, die sind so schnell verschwunden wie in der Beta. Roger, Ziel markiert. Ah, genau. Jetzt machen wir trotzdem nur einzeln, weil das sonst auffallen würde.
Oh, finde ich nice. Wenn wir ein Scharfschützengewehr hätten, dann würde ich mir auch leichter tun. Weil dann könnte ich dies und das da und so ein paar skrupellose Attacken da auch noch durchführen. Aber mit der Waffe geht's natürlich auch, aber ist natürlich ein bisschen schwerer. So, am liebsten gleich so zack, dann zack. Aber ich muss sagen, die Steuerung ist besser. Oder vielleicht kommt es mir jetzt einfach nur so vor, aber ich finde persönlich, die Steuerung taugt mir jetzt ein bisschen besser. Da haben sie jetzt gerade schon ein bisschen nachgelegt. Finde ich gut. Ah, der geht ja wieder raus. Das ist ja auch wieder das Problem. Einfach nur, wenn der um die Ecke geht oder sonst irgendeiner. Wo ich das so zack, zack, zack auf ganz in der Garen was machen könnte. So, zack und zack. So. So haben wir circa auch die Sicht von allen. Warte kurz. Zack. Zack. Zeichen, Boss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Geduld. Man muss wirklich Geduld haben. Na, da und dann noch vor seinen Augen und skribiert und so. Dies geht leider nicht. Mist. Und wieder in die Höhe, wieder in die Höhe, sorry. Aber wenn man es perfekt machen will, dann dauert es halt ein bisschen länger. Bereit für den Angriff. Am besten wär's, zack, zack. Das ist, dass ich jetzt mal nur den da fertig mache. Das war's mit ihm. Wisst Leute, weil dann haben wir wenigstens einen weniger und falls es brenzlig wird, dass wir dann gleich die Kugeln reinjagen können in den Tüten. Zack, zack, zack. Weiß nicht, das wäre ein bisschen zu weit, glaube ich. Ich glaube, es wäre ein bisschen zu weit. Probier's nur. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich scheiße mich da ein bisschen zu viel an. Yes. So, jetzt müssen wir laufen. Jetzt müssen wir laufen. Jetzt müssen wir laufen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den kriegen. Weil sonst wird es nichts. Sonst wird es nichts. So, und zack. Und wir haben sie alle. Haha, wir haben sie. Dann gleich mal öffnen. Und äußere mit dir, du Wabler. Leiten. Ja, man sieht's. Da sind ein paar Pfeilchen und so. Das schaut auch ganz nett aus. Solltest du da öfters zulegen, das Pfeilchen. Sonst bauen wir das hier noch. Komm her. Gib her. Digga, gib. Gönn dir. Und fliegen wir und geht schon. So. Bitte alles einsteigen. Das Ganze holprig werden. Sehr holprig. Okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir sehr hoch kommen. Sehr hoch. Ja. Ja, noch ein bisschen höher. Oder noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So. Und dann gibt es ja diesen Turbo-Modus quasi. Ja, genau. Oder ist. Na, ist noch nicht. Soll quasi. Ja, ich glaube, jetzt haben wir den Turbo-Modus, oder? Ja, und dann rauf und dann sind wir schneller. Ja, genau, jetzt haben wir es. Haha. Geht doch. Den Turbo-Modus. Aber ja, das man muss schon sagen, also Blickfeld und so, das haben sie drauf, aber das schaut richtig fett aus. Also das ist boah, sehr schön, wirklich sehr schön gemacht. So, dann schauen wir, dass wir uns zu unser Ziel kommen, dann quatschen wir da ein bisschen und so. Ist es genau das, vielleicht das Plätzchen, wo wir vorher waren, kann das vielleicht möglich sein oder einfach ein neues Plätzchen. So, genau. Ja, das wird jetzt ein bisschen euch.
Oh, warte. Oh, anders. Haha, und nochmal runter. So, das war, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Zu schnell. So, und brav abgeliefert. Hier ist eine Waffenkiste. So, bitteschön, sichern. Und eine mit dir. Da warten sie alle. Hätten ihr helfen können. Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Ah, nee. Lukas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber nice. Waren nicht. Heißen die beiden Juri und Polito? Sie. Juri Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Wenyu ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir ihn befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen. Vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen alle Dörfer in Campa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Na dann. Ab geht's. So, die Mission haben wir dann auch mal geschafft. Einsatz aufgepasst. Abgeschlossen. Die Datei zu Judy und Polito kommt rein. Alles klar, Leute. Alles klar. So, guter Anfang. Einsatz 1 von 6 haben wir auch. Aha, also gibt's gar nicht mal so viele Einsätze pro Welt, aber das wird uns sicher so einiges an Zeit kosten. Das kann ich sicher schon mal versprechen. Die neue Waffe haben wir leider nicht gekriegt. Das ist falsch. Aber ich will nur ganz kurz schauen, ob da vielleicht irgendwas dazu steht, wie wir die kriegen würden. Erkunden Sie Taku zum Freischalten des Store. Okay, ja, passt. Das sieht mich nicht mehr. Nee. Ich würde sagen, Leute, haut rein. Oh, das Video. Vier Personen waren anwesend, als DEA-Agent Ricky Sandoval ermordet wurde. El Sueño, der Kopf des Santa Blanca-Kartells. Ricky. Und dann auch noch La Juri und El Polito. Juri und Polito lernten sich in einer Staatsklinik in Chiapas kennen, wo El Polito Assistenzarzt war und wo La Juri Schwester war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von Anfang an waren sie unzertrennlich. Eine Liebe wie im Bilderbuch. Die schaut glücklich aus. Dann landete ein Buchon namens La Plaga bei ihnen in der Notaufnahme. Schwer angeschossen. Eine Weile stand es auf der Kippe, aber schließlich retteten sie ihm das Leben. La Plaga war dankbar, machte ihnen Geschenke, Einladungen zu den exklusivsten Partys, sogar ein neues Auto. Und nach einer Weile machte La Plaga sie zum persönlichen medizinischen Stab des Santa Blanca-Kartells. Doch das war nicht ihr Hauptjob. Juri und Polito kennen den menschlichen Körper. Sie wissen, wie viel Schmerz jemand erträgt, bevor er stirbt. Sie können eine Person wach und am Leben halten, damit sie den Schmerz spürt. Und vor allem wissen sie, wie man Schmerzen zufügt. Das tun sie in der Provinz Itaqua. Wenn Santa Blanca jemanden hat, der nicht reden will, bringen La Juri und El Polito ihn dazu. Sie brechen Menschen. Wie gesagt, 4 Personen waren anwesend, als Ricky Sandoval ermordet wurde. Sueño, Ricky, Juri und Polito. Sie hielten Ricky am Leben, während Sueño ihn folterte. Nonstop. 47 Stunden lang. Bistepot. Sie brachen Ricky Sandoval. Dann erschoss Sueño ihn. Nee, richtiges Arschloch. Geh mal. Sie spielen eine Schlüsselrolle im Sicherheitsbereich Santa Blancas. Seht euch Baumans Briefing zu ihrer Befehlskette an. Um die Sicherheit kümmert sich El Muro, die Mauer, persönlicher Leibwächter und Jugendfreund von El Sueño. El Muros kleiner Bruder ist La Plaga. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das Kartell. Die Jagd beginnt. Wenn wir Sueño wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Juri und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, dann ausschalten.
El Muro. Oh. Er heißt El Muro, weil er so viel Mundgeruch hat. So, Nachforschung, alles klar. Damit man da ein bisschen mehr Zeit verquendet. Ich weiß ja, wie das geht. So, Leute, ich würde sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge. Hat Spaß gemacht und ciao.